Also sag ich zuerst, der Geist, den auch öfters Verstand wir nennen, welcher den Rat und das Steuer führet im Menschen, sei von diesem ein Teil, wie Hand und Fuß und die Augen immer nur sind ein Teil des ganzen belebeten Wesens. Unter der weisen Schar sind viele der Meinung gewesen, dass der Geist nicht sei an gewisse Teile gebunden, sondern er sei vielmehr des Körpers lebendige Stimmung, Harmonie von den Griechen benannt, die Sinn und Empfindung in uns erregt, da der Geist nicht wohnt in dem einzelnen Teile. Und wie zu sagen man pflegt, es genieße der Mensch der Gesundheit, ob die Gesundheit gleich an keinem der Teile für sich ist, ebenso geben dem Geist sie keinen besonderen Wohnsitz, aber sie scheinen hierin mir sehr vom Wahren zu weichen. Prim animum dico mentem quem saepe vocamus in quo consilium vitae regimenque locatum st, es hominis partem nilo minus ac manus et pes, ad quoculi partes animantis totius extant. Sensu animi certa non es in parte locatum, vero habitum quendam vitalem corporis esse, harmoniam grai quam dicunt, quod faciat nos vivere cum sensu, nulla quin parte siet mens. Ut bona saepe volitudo cum dicitur esse corporis, et non est tamen haec pars ula volentis, sic animi sensum non certa parte reponunt. Man operinquo mi diversia rare videntur. Kränkelt nicht sichtbar oft der Körper, dennoch im Innern sind wir heiter und froh. Auch wiederum pflegt es zu kommen, dass an der Seele erkrankt, wer gänzlich von Körper gesund ist. Nicht auf andere Art als so, wie den Kranken der Fuß schmerzt, unterdessen das Haupt von allen Beschwerden befreit ist. Saepita quin promptu corpus quod carnitur aegret, cum tamen exhalia laetamur parte latenti, et retro fit ubi contra sit saepe vicissim, cum miser ex animo laetatur corpor toto. Non alio pacto, quam si pes cum dolet aegri, in nullo caput interea sit forte dolor. Ferner, wann jegliches Glied in weichem Schlummer versenkt liegt, hingegossen und ohne Gefühl vom Schlafe belastet, ist doch ein anders in uns, das auf mannigfaltige Weise wird zur selbigen Zeit umhergetrieben, der Freudenregungen in sich empfängt und die leeren Sorgen des Herzens. Praeteria molli cum somno dedita membra, effusum quae acet sine sensu corpus honustum, est alio tamen in nobis quod tempor in illo multimodis agitator et omnis accipit in se, laetitiae motus et curas cordis in animis. Nun zum Erweise, dass auch in der Tat die Seele in den Gliedern einwohnt, nicht Harmonie zu halten pflege den Körper,
Sage, wie kommt es, dass oft bei großem Verluste des Körpers immer das Leben annoch in unseren Gliedern verweilet? Nunc animam quocut in membris cum noscere possis esse ne quarmonia corpus sentire solere principio fitut idi tracto corpor multo saepetamen nobis in membris vita moritur. Eben dasselbe jedoch sind wenige Stoffe der Wärme von ihm entflohen, ist ausgehaucht aus dem Munde die Luft erst, weichet es plötzlich davon und verlässt die Adern und Knochen. Auch erkennst du hieraus, dass nicht alle Stoffe den gleichen Anteil haben am Heil und an der Erhaltung des Lebens, sondern am meisten die Stoffe der Luft, die Stoffe der Wärme sorgen dafür, dass Leben zuletzt in den Gliedern verweile. Wärme demnach und lebendiger Hauch im Innern des Körpers, diese sind es, die uns im Sterben die Glieder verlassen. Ad quaerdem ruor sum cum corpora pauca caloris diffugire forasque per oses teditus aer, deserit ex templo venas ad quos relinquit, noscorot hinc possis nun aequa somnia partis corpora vir, neque saequo fulcire salutem, sed magis haec venti quae sunt calidipo vapore semina curar in membris ut vita moritur. Est igitur calor aquentus vitalis in ipso corpor, qui nobis moribundos deserit artus. Hast du nunmehr erkannt, es sei das Wesen des Geistes und der Seele allein als ein Teil zu betrachten des Menschen? Gib Harmonie den Namen zurück, von des Helikons Wäldern niedergebracht, vielleicht von den Musikern, oder wo sonst sie her ihn holten, der Sach ihn anzueignen, die damals eigenen Namen vermisste. Den Namen, wie immer es sein mag, lasse nur fahren deshalb und vernimm die übrige Rede. Qua propter quoniamst animi natura reperta ad quanimae quasi pars hominis, red harmoniae nomen ad organico salto dilato heliconi, si valiunt ipsi porro traxir, et in illam trans tulerunt proprio quaetum res nomine gebat. Quid it est habeant, tu cetera percipe dic. Und so sag ich, die Seele und der Geist sind untereinander fest verbunden. Nur eine Natur sind beide zusammen. Aber die denkende Kraft, die Geist und Verstand wir benennen, herrscht durch den ganzen Leib, ist gleichsam diesem zum Haupt da. Und in der Mitte der Brust hat solche den Sitz sich gegründet. Hier schlägt Schrecken und Furcht, und um diese Gegenden schmeichelt süßer Freuden Genuss, und deshalb wohnet der Geist hier. Untergeordnet ist ihm, was weiter zur Seele gehöret und sich im Körper zerstreut. Sie folget dem Winke des Geistes. Er nur berät sich selbst und genießet der eigenen Freuden,
ohne dass Körper und Seele daran zugleich mit ihm teilnimmt. Nunc animat quanimam dico conjuncta teneri inter se ad cunam naturam conficerex se, sed caput esse quasi et dominar in corpor toto consilium, quod nos animum mentem vocamus. Itque situm media region in pectoris haeret. Hic exultat enim pavorac metus, haec locacir cum laetitiae multent. Hic ergo mens animus quest. Cetera pars animae per totum dissita corpus paret, et ad numen mentis momentque movetur. Itque sibi solum per se sapit et sibi gaudet, cum neque res animam neque corpus commovet una. Wie wir zuweilen im Haupt und im Auge Schmerzen empfinden, ohne zu leiden deshalb am ganzen Körper, so leidet selbst zuweilen der Geist, empfängt auch frohe Gefühle, während die Seele davon auch nicht im geringsten erregt wird, weder in Teilen noch Gliedern. Erschüttert heftiger Schrecken aber den Geist, dann wird durch sämtliche Glieder die Seele mit ihm zugleich erregt, der Schweiß bricht aus, und der ganze Körper erbleichet, es stockt die Zunge, es fehlet die Stimme, dunkel beziehet das Aug, es gellen die Ohren, das Knie sinkt. Plötzlich sehen wir oft von Geistesschrecken befallen, Menschen zur Erde stürzen. Woraus denn deutlich erhellet, zwischen der Seele und dem Geist sei ein Band, ergriffen vom Geiste, stößt auf den Körper die Seele und wirft ihn danieder zu Boden. Et quasi cum caput aut oculus temptante dolore laeditur in nobis non omni concruciamur corpore, sic animus nonumquam laeditur ipse laetitiaque viget, cum cetera pars animae per membrat quartus nulla novitate quietur. Ver ubi vehementi magis est commota metumens, consentir animam totam per membra vidimus, sudoris quita pallorem quexister toto corporet infringi linguam vocem quaporiri, caligar oculos sonor auris succider artus, denique conciderex animi terror vidimus saep homines. Facilut qui vis hinc nos crepossit es animam quanimo conjunctam, quae quanimi vi percussast, exim corpus propellit et icit. Eben dasselbe beweist, das Wesen des Geists und der Seele müsse körperlich sein. Wie könnten sie sonst doch die Glieder vorwärts treiben, vom Schlaf aufraffen den Körper, Gesichtes Züge verändern und ganz den Menschen regieren und wenden? Nichts lässt irgend hiervon sich ohne Berührung gedenken, noch die Berührung ohne den Körper. Wie kann man noch zweifeln, körperlich sei die Natur des Geistes sowohl als der Seele? Ferner bemerken wir noch, dass Geist und Körper zusammen ähnlich gestimmet,
zugleich auch ähnlich empfinden und leiden. Haec eadem ratio natur animia quanimae corpoream docet esse, ob enim propellere membra corripere somno corpus mutare quo vultum ad quominem totum regar adversare viditur, quorum nil fieris in tactu pos vidimus, nec tactum porros in corpore, non fatendumst corporea natur animum constar animamque, praeterea parter fungi cum corpore tuna consentir animum novis in corpore kernis. Ist ein tödlicher Pfeil, obgleich er das Leben nicht wegraubt, so in den Körper getrieben, dass Nerven und Knochen erspaltet, folgt doch Ermattung darauf, ein sanftes Neigen zur Erde und auf der Erd alsdann aufwallender Taumel des Geistes, oft unsicheres Mühen, sich auf von der Erde zu richten. Körperlich muß demnach durchaus des Geistes Natur sein, da sie getroffen vom Körper des Pfeils erkranket und wund wird. Si minus offendit vitam vis horrida teli, ossibus ac nervis disclusis intus ad acta, attamen in sequitur languor terraeque petitus suaus, et in terra mentis qui ginnitur aestus, interdumque quas exurgend incerta voluntas. Ergo corpoream natur anim esse nec essest, corporis quoniam telis ictuque laborat. Welch ein Körper jedoch dies geistige Wesen, aus welchen Stoffen gebildet es sei, soll jetzt mein Vers dich belehren. Dass es nun äußerst subtil und nur aus dem feinsten Stoff sei, dieses behaupte ich zuerst. Den Grund von solcher Behauptung magst du, sobald du genau es erwägst, aus diesem erklären. Ist divinunc animus quali sit corpore tunde constiterit pergam rationem reddere dictis. Principio essaio per subtilat quae minutis perquam corporibus factum constar, idit esse hinclicet advertas animut per noscere possis. Nichts scheint in der Natur sich schnelleres denken zu lassen als des Geistes Entschluss, das, was in sich selber er vornimmt. Schneller ist also der Geist, als irgendein anderes Ding ist, das vor Augen uns liegt und dessen Natur wir erkennen. Nil adeo fieri celeri ratione videtur, quam si mens fieri proponit et incoat ipsa. Ocius ergo animus quam resi percet ula, Antoculos quor in promptu natura videtur. Aber was immer so schnell und reglich ist, muss auch aus runden und aus den winzigsten Stoffen bestehen, die vom leisesten Anhauch in die Bewegung geraten. Und also regt sich das Wasser leicht und wallet empor von dem allermindesten Anstoß, weil es aus Stoffen besteht, die äußerst schlüpfrig und klein sind.
Aber schon minder gibt es Honigs zähe Natur nach. Zaudernd fließt er und träg, und mühsamer ist die Bewegung. Denn aneinander klebt schon fester die sämtliche Masse, weil sie aus solchen Stoffen besteht, die weniger glatt sind, minder subtil von Form und Figur und minder gerundet. Ad quod mobile tant operest, constare rotundis, perquam si minibus debet, perquamque minutis, mo minuti parvo possint impulsa moveri. Namque movetur aquae tant illo momine flutat, quae volubilibus parvisque creata figuris. At contra mellis constantior est natura, et pigri laticis magis et cunctantior actus, haereten inter se magis omnis materiae copia, nimirum quia nuntam levibus extat corporibus, neque tam subtilibus atque rotundis. So führt Körner geschütteten Mohns der leiseste Lufthauch mit sich hinweg, bis zuletzt der erhabene Haufe zerrinnet. Liegen lässt er hingegen den Schutt von Steinen und Spießen. Also, je kleiner ein Körper, je glatter er ist, umso leichter wird in Bewegung derselbe gesetzt. Was massig und rau ist, reget sich nicht so leicht, und es haftet fester dem Grund an. Namque papaveris aura potest suspens alevisque cogerut absummo tibi diffluat altus acerbus, ad contra lapidum conjectum spica rumque noinu potest, igitur parvissima corpora proquam et livissima sunt, et a mobilitate fruuntur. Ad contra quae cumque magis cum ponere magno aspera quin voluntur, eo stabilita magis sunt. Nun, da wir haben erkannt die Natur des Geistes, wie diese äußerst beweglich sei, so muß auch dieselbe bestehen aus sehr kleinen und glatten und runden Körpern des Urstoffs. Dieses zu wissen, mein Freund, wird dir in verschiedener Rücksicht Vorteil bringen und Licht und Erkenntnis um dich verbreiten. Nunc igitur quoniamst animi natura reperta, da mobilis egregi, perquam constare necessest corporibus parvis et levibus atque rotundis. Quae tibi cognita res in multis opone rebus utilis invenietur et opportuna cluebit.